Mobile Geeks Coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hallo, ich bin immer noch bei Lenovo hier auf dem Stand und wir haben uns mal das S90 geschnappt. Ja, das ist ein Lenovo-Smartphone und kein iPhone 6. Ja, der Look ist ja dann wohl relativ eindeutig, wo der herkommt, würde ich jetzt mal sagen. Da orientiert man sich ganz deutlich an der Konkurrenz aus Cupertino, beziehungsweise Konkurrenz ist das ja nicht wirklich, denn Lenovo ist ja bisher nur in Asien und Osteuropa aktiv mit seinen Smartphones. Optisch natürlich sehr nah am iPhone, aber es gibt schon einige Unterschiede und die sieht man dann unter anderem hier, dass Lenovo eben nicht diese hässlichen weißen Streifen da übernimmt, sondern eine ganz andere Lösung geht und hier oben die Abdeckung ein bisschen aus Plastik macht. Das ist so ein bisschen rubberized, fühlt sich ganz angenehm an, ist jetzt bei dem goldenen Modell, ist der Unterschied relativ stark. Ja, es gibt auch da eine goldene Variante, da ist der Unterschied halt hier oben relativ stark, aber es wirkt durchaus besser als die Streifen bei Apple. Am unteren Rand gibt es dann auch noch so einen kleinen schmalen Streifen. Den kennt man dann auch von der Konkurrenz, aber da sind eben nicht diese Aussparungen nicht in der gleichen, im gleichen Ausmaß vorhanden, wie sie bei Apple gerne mal kritisiert werden. Zumindest meiner Meinung nach ist das ja eher hässlich geworden. Außerdem steht auch hier die Kamera nicht raus. Das Gerät ist von der Dicke her sehr nah am iPhone, aber da ist die Kamera eben flach verbaut. Ein weiterer Unterschied ist, dass es sich hierbei um ein 5 Zoll Display handelt, also keine 4,7 Zoll und keine 5,5 Zoll, sondern genau zwischen den beiden aktuellen iPhones angesiedelt. Ansonsten ist es ein HD-Panel in dem Augenblick, ist also keine Full-HD-Auflösung, wäre zwar schöner gewesen, ist es aber eben nicht, denn das ist im Grunde ein Mittelklasse-Gerät. Wir haben hier ein super AMOLED-Panel verbaut mit einer Pixelstruktur in Diamantenform, sodass das Panel nicht das allerschärfste ist, aber eigentlich eine ganz gute Qualität bietet, sehr gute Farbdarstellung hat auf jeden Fall und wenn man sich das Design anguckt, ja, das ist ja dann schon sehr nah am iPhone auch wieder. Man sieht eben doch, wo es herkommt, läuft aber natürlich auf Android 444 KitKat. Was gibt es noch zu sagen? Es ist ein Snapdragon 410 da drin. Das ist der Quadcore mit 64-Bit und LTE-Support von Qualcomm mit 1,2 GHz und 150 Mbit LTE. Android 4 habe ich eben schon gesagt. Und dann gibt es hier dann noch so ein paar kleine Details, die da das Gerät durchaus wieder interessant machen. Wir haben hier nämlich eine 5-Megapixel-Frontkamera und einen LED-Blitz auf der Front, der also für die in China so populären Selfies genutzt werden kann. Am unteren Rand gibt es kapazitive Touch-Tasten, keine Onscreen-Tasten und auch keinen Touch-ID-Sensor natürlich. Ganz unten sieht man dann schon wieder die Anleihen beim iPhone, die Schrauben hier, ja, die kennt man ja irgendwo her. Und natürlich auch die Bohrungen hier bei diesem Gerät. Hier ist die Rückseite aus Metall. Es gibt auch noch eine Plastikversion, die nennt sich dann S60. Die ist ein bisschen günstiger vermutlich, denn da sind nur 8 GB interner Speicher, während es hier immerhin 32 sind. Allerdings gibt es hier anscheinend auch keinen Micro-SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung. Das ist also schon noch ein deutlicherer Unterschied. Dann sitzt hier hinter ein Dual-Micro-SIM-Slider. Man kann also das Ganze rausnehmen und natürlich dann einfach die beiden SIMs da einsetzen. Auf der Rückseite haben wir hier eine 13-Megapixel-Kamera mit einem einzelnen Blitz noch dazu. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Wie gesagt, diese stark angepasste Oberfläche hier ist die Lenovo Vibe UI. Und wenn man da nach rechts und links wischt, dann sieht man, es gibt keinen App-Drawer. Und auch das hat Lenovo ja schon immer eigentlich. Aber auch da fühlt man sich dann wieder ganz stark an das große Vorbild iPhone erinnert. Das ist das Lenovo S90 auf der CES 2015. Und wenn wir uns noch kurz die graue Variante angucken, dann sieht man, dass man das Ganze eigentlich auch bei Apple vielleicht ein bisschen stylischer hinbekommen hätte. Nämlich hier oben ist dann wieder diese Abdeckung, die sich ganz gut ins Design einfügt und am unteren Rand gibt es dann einen einzelnen Streifen und das war es auch schon. Zum Preisen kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber so besonders teuer dürfte es nicht sein und vor allem auch bei Weitem nicht so teuer wie bei Apple. Ich war Roland für Mobile Geeks mit dem Lenovo S90 und wenn euch das gefällt, was wir bei uns hier auf dem Channel machen, dann gebt uns einen Daumen hoch, folgt uns auf Twitter, Facebook und Google+. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann!